Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und wir arbeiten heute mit dem Unix Timestamp und dem Datumformat in Bubble. Wenn ihr auf unixtimestamp.com geht, dann seht ihr, dass seit dem 1. Januar 1970 quasi die Sekunden einfach gezählt werden. Das kann man wiederum als User und als Mensch nicht wirklich gut lesen, sondern das ist gut lesbar für die Maschine. Daher müssen wir diesen Block quasi umwandeln. Und wir gehen jetzt direkt gleich mal in Bubble und wir legen gemeinsam los. Ich habe schon mal was vorbereitet. Das heißt, wir haben hier drei Texte, den Timestamp, das Datum konvertiert und dann das Datum, was wir in der Datenbank abspeichern. Wir haben hier eine Repeating Group mit dem Type of Content Timestamp. Und wenn wir in Data gehen, dann seht ihr, dass ich hier dieses Timestamp Data Type habe. Und der besteht einmal aus der Number Timestamp und dem Datum ein Date im Bubble. Wenn ihr in App Data gehen, dann seht ihr, dass wir quasi ein paar Beispiel Timestamps bereits angelegt haben. Wenn wir nun in Design gehen, in die Repeating Group, und Data Source machen wir Do a Search for Timestamp und wir sortieren das Ganze bei Timestamp und Descending No. Als nächstes erstellen wir einen Text. Und machen Current Sales Timestamp Timestamp. Anschließend, um das Datum zu konvertieren, benutzen wir ein kostenloses Plugin. Ich habe dieses bereits installiert. Dieses Plugin heißt Seconds to Date. Und wenn wir zurück in den Design Tab gehen, dann gehen wir jetzt auf Insert Dynamic Data, Get Data from an External API. Wir wählen Seconds to Date, Convert to Date und bei Pass in Seconds wählen wir Current Sales Timestamp, Timestamp. Und ihr seht hier, dass wir dieses D auswählen für Datum. Wir gehen jetzt einmal ins Preview und schauen uns das Ganze an. Und wir sehen nun, dass wir quasi links den Timestamp haben und rechts das Datum konvertiert durch das Plugin. Und das können wir uns auch nochmal im Inspektor anschauen, wo ihr seht, woher kommt das eigentlich? Wir nehmen den Timestamp, der ist der gleiche wie hier. Und ihr seht, hier ist das Date und er passt das Ganze an. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass wir quasi das Datum auch nochmal in die Datenbank selber speichern und quasi wirklich die Konvertierung nicht nur in der API haben, also in dem Plugin, sondern auch direkt bei uns in der Datenbank. Dafür erstellen wir einen Button. Und daneben nochmal ein Textfeld. Und wir machen Insert Dynamic Data, Current Sales Timestamp Datum. Aber wir haben die Condition, wenn Current Sales Timestamp Datum ist empty, dann ändern wir den Text auf Datum fehlt. Wenn wir jetzt auf den Button klicken, Start Edit Workflow, Data, Make Changes to Sync, Current Sales Timestamp, Datum ist Get Data from an External API. Wir wählen wieder Seconds to Date. Der Timestamp für den Pass to Seconds ist This Timestamps, Timestamp, weil wir hier den Current Sales Timestamp haben. Und achtet wieder darauf, dass wir dieses D automatisch auswählen. Wir gehen jetzt einmal in Preview. Ihr seht, das Datum fehlt. Wir speichern es und haben nun genau das gleiche Datum in der Datenbank.
Und wenn wir jetzt zurückgehen in Data und sehen wir beim Timestamp Field haben wir ein Datum als Datumsformat im Bubble und wir gehen in App Data, sehen wir, dass dieses nun gespeichert wurde. Und somit konntet ihr sehen, wie wir relativ einfach Unix Timestamps im Bubble in ein Datum konvertieren können und auch dieses dann in der Datenbank abspeichern können. Wenn euch dieses Bubble Tutorial gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button und subscribt unseren Channel. Falls ihr Fragen, Kommentare oder Ideen für weitere Videos habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.